Liebe Freunde von Mystica TV, wir befinden uns hier im wunderschönen Bayern am Kongress, die Übersinnlichen mit vielen spannenden Leuten. Thomas und sein Team haben ganze Arbeit geleistet, diesen tollen Anlass zusammenzubringen und dafür bin ich Ihnen auch auf ewig dankbar. Ich möchte gerne mit euch eine kleine Meditation machen, die ich leiten werde. Und zwar wird diese Meditation eure Zirbeldrüse, die ja das Organ zur Seele ist, mit dem dritten Auge verbinden und dann vom dritten Auge ins Universum nach außen, um auch eure Intuition zu öffnen, Inspirationen zu erhalten über euch oder andere. Ich arbeite ja viel mit der Technik Remote Viewing, die habe ich hier auch vorgestellt. Und auch für diese Technik ist diese Meditation übrigens eine sehr gute Einleitung. Du darfst für diese Meditation deine Augen schließen. Ich werde die Meditation leiten. Atme tief durch, ein und aus. Mit jedem Einatmen entspannst du deinen Körper ein Stück mehr. Bringst du Licht in deinen Körper, lässt dieses Licht durch deinen ganzen Körper ziehen, wie ein Morgennebel in einem Bergtal. Sachte, Stück für Stück wird dein Körper mit diesem Licht ausgefüllt. Beim Ausatmen befreist du dich von angespannten Energien, festgefahrenen Energien oder unnötigen Gedanken, die du nicht benötigst oder die nicht gut sind für dich. Wichtig beim Meditieren ist es immer, dass du dich auf dich konzentrierst, egal was um dich passiert. Jetzt gehst du mit deiner Aufmerksamkeit oder mit der Kraft deiner Visualisierung deines geistigen Auges in die Mitte ungefähr deines Gehirnes. Versuch dir vorzustellen, dein Gehirn, dein Kopf und irgendwo in der Mitte, darin befindet sich ein kleines Organ, eine Drüse, die heißt Zirbeldrüse. Diese Zirbeldrüse ist das Tor zur Seele, dein geistiges Auge. Visualisier dir nun diese Zirbeldrüse, die ist ungefähr so groß wie ein Reiskorn in der Mitte deines Kopfes ungefähr. Und stell dir nun vor, wie ein goldener Lichtstrahl aus deiner Zirbeldrüse zu deiner Stirn fließt. Deiner Stirn, das ist das sechste Chakra oder drittes Auge. Dieser Lichtstrahl fließt zu deinem dritten Auge, durchdringt die Stirn, das dritte Auge und fließt aus dir, fließt in die Weiten des Universums, fließt hinter die Wolken, fließt hinter die Sterne, fließt hinter das Universum, verbindet sich mit der Unendlichkeit, mit der Göttlichkeit. Dieser Lichtstrahl verbindet dich mit dem Göttlichen, mit dem unendlichen Wissen. Dieser Lichtstrahl oder diesen Lichtstrahl kannst du vergleichen mit der Verbindung deines Handys und dem Anbieter. Dein Körper wäre das Handy, die Zirbeldrüse vielleicht die SIM-Karte und dieses Licht die Verbindung zum Anbieter. Über diese Verbundenheit kannst du fast uneingeschränkte Informationen für dich, über dich, für andere erhalten, über andere. Je intensiver und je kraftvoller dieser Lichtstrahl ist, umso mehr Informationen, umso mehr Licht kannst du erhalten und dementsprechend auch weitergeben. Bleib ein wenig in dieser Verbindung, lass diesen Lichtstrahl fließen und währenddem er nach außen fließt, spürst du auch, wie von außen, vom Universum, diese Wissenskraft in dich dringt und dir so Inspirationen gibt. Atme dreimal tief ein und aus und dann darfst du langsam deine Augen wieder öffnen. Gut, diese Meditation möchte ich dir empfehlen, speziell vor intuitiven oder medialen Übungen, weil du dort somit dein drittes Auge aktivierst, mit der Kraft deines Gehirns verbindest, mit der Kraft der Visualisierung verbindest und durch diese Verbindung mit dem Universum dich
für Informationen aus deiner Seele, aus deinem Wesen oder von außen hin öffnest. Ich wünsche dir viel Erfolg, viele spannende Momente und eine ganz schöne Zeit. Tschüss!